Lüko, weiter ein Plempo um den Hals. Herzliche Gratulation, sag mal den in der Kamera. Ja, eine riesen Sache, nach der Vorgeschichte für dich persönlich, aber auch für die Mannschaft, ist der Titel besonders wertvoll. Ja, ich glaube schon. Also wir haben heute wieder mal wirklich das Wackergesicht gezeigt, gekämpft über 70 Minuten. Und ja, nach dieser Vorgeschichte eben 5 Niederlagen hintereinander, jetzt letzte Woche gegen Sur können gewinnen wieder. Es tut euch extrem gut und ja, es zeigt uns wieder, wir können ja die ganz Grossen wieder schlagen. Und ja, das macht Mut für die nächsten Spiele, die kommen. Für dich selber bist du monatelang alt gewesen, nach einem Kneuscheibenbruch, wenn es mir recht ist. Und jetzt geht mehr oder weniger rechtzeitig wieder fit geworden. Wie ist es für dich selber? Ja, es ist unbeschreiblich. Also, ja, wo das ist passiert, dann irgendwie so die Woche gezählt und mal auf die Agenda geschaut und geschaut, wenn es wieder könnte gehen. Und dann war irgendwo der Cup-Final gewesen. Ich habe mich mal in den Kopf gesetzt und jetzt stehe ich da und habe einen Plempo im Haus und es ist wirklich unglaublich, unbeschreiblich. Wir freuen uns sehr und wünschen frohes Fest heute Abend auf dem Rathausplatz. Merci vielmals.